Moin und herzlich willkommen zum nächsten kleinen Video aus meinem Writing Workshop. Ich zeige euch hier immer kurze Auszüge aus dem Workshop mit kleinen Impulsen, die ihr auch so, wenn ihr einfach nur dieses Video guckt, für euch nutzen könnt. Und jetzt geht es einmal um das Thema Schreibblockade. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das sprechen wenig Leute an. Und es ist ja einfach so, gerade wenn wir viel schreiben oder wenn wir lange nicht geschrieben haben, oder innerhalb eines Werkes es irgendwelche Gedanken gibt, die uns völlig, ja, wir einfach nichts mehr zustande bekommen. Was machen wir denn dann? Da gibt es jetzt einen kurzen Input von mir zu. Und noch kurz der Hinweis, dass wir im Writing Workshop ein zweites Modul auch gemeinsam machen, wo es ums autobiografische Schreiben geht. Und ich glaube, dass darin gerade sehr, sehr viele Möglichkeiten liegen, über so eine Blockade hinwegzukommen. Also, wenn du Lust hast, ich freue mich, wenn du dabei bist beim Writing Workshop. Und ansonsten kommt hier das kurze Video. Viel Spaß! Zu der Schreibblockade. Also ich habe mittlerweile da so ein eigenes System für mich. Ich weiß, wie meine Blogbeiträge ungefähr aussehen sollen oder wie ich die gerne haben möchte, wie ich sie am liebsten habe. Und so schreibe ich das dann eben auch. Das ist aber auch einfach eine Entwicklung, die dadurch entstanden ist, dass ich ganz, ganz viel geschrieben habe. Und im Grunde genommen habe ich genau so auch diese Schreibblockade überwunden. Ich habe einfach weitergeschrieben. Ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Schreibblockaden. Es gibt so kleine, ne, wenn man einfach in einem Projekt gerade feststeckt und sagt, oh, ich weiß jetzt echt nicht, wie ich da jetzt weiterschreiben soll, dann hilft das, was ihr jetzt gerade auf der Folie seht, dass man sich das bisher Geschriebene einfach mal durchliest und überarbeitet. Das habe ich, ich habe ja gerade auch ein Buch abgeschlossen, das habe ich zum Schluss gemacht. Ich habe mir das alles ausgedruckt, wichtig, dann sieht man nämlich auch Schreibfehler, und habe mir meine Anmerkungen daneben gemacht. Und dann war der nächste Schritt, mich wirklich vor meinen Computer zu setzen mit diesen durchgegangenen Blättern und das alles nochmal zu schreiben. Was aber sehr schnell ging, weil ich hatte ja die Vorlage. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, wenn man innerhalb eines Projektes feststeckt, dass man das, was man bisher geschrieben hat, sich anguckt und es nochmal liest, sich Anmerkungen dran macht, sich die Frage stellt, wohin soll denn der Text eigentlich führen? Manchmal hat man gerade so im Verlauf von richtigen Geschichten irgendwas da drin, wodurch die Geschichte nicht weitergehen kann. Und das muss man dann löschen. So, löschen. So, und es hilft eben auch immer über die Charaktere oder auch den eigenen Charakter, mit dem man schreibt, immer nachzudenken und auch nochmal über die Perspektive seines Textes nachzudenken. Aus welcher Perspektive schreibe ich denn? Also ich hatte das am Anfang meines Blogs, dass ich gemerkt habe, ich schreibe sehr negativ. Und das möchte ich nicht, weil meine Intention ist ja, andere zu ermutigen und dann kann ich nicht negativ schreiben, das geht nicht. Und einfach diesen Blickwinkel nochmal zu schärfen und zu sagen, okay, was brauche ich, was muss ich denn erzählen oder was will ich auch erzählen? Ich erzähle es mir im Grunde genommen ja auch selber, damit das passiert, damit es ermutigt. Ja, und sich das zu überlegen, also so eine Konklusion auch für das, was man erzählt, zu finden und über das eigene, ja, über das Geschehen, was da im Text passiert, auch so ein bisschen zu meditieren. Und es hilft eben, wie gesagt, auch eine Mindmap, ein Strukturmodell oder einen Redaktionsplan anzulegen, kommt drauf an, aus welchem, also was dein Projekt ist. Mindmap würde ich für eine Webseite anlegen, Strukturmodell würde ich für ein längeres Buch anlegen und einen Redaktionsplan für einen Blog. So, um das mal ganz schnell so zu sagen. Ganz wichtig, selbstkritische Gedanken vermeiden. Nicht sagen, oh, ich kann das nicht. Ich bin zu schlecht. Nein, bist du nicht. Es ist alles eine Übungssache. Und je mehr du schreibst, desto mehr bist du in der Übung drin und desto besser werden auch diese Texte.
Dieser Impuls ist aus meinem Writing-Workshop, der wieder am 21.08. startet und für den du dich jetzt anmelden kannst auf meiner Webseite. Wenn du dieses Video nach dem 21.08. schaust, guck trotzdem mal auf meiner Webseite vorbei, svenjahirsch.de, da stehen alle weiteren Termine drauf. Und dort kannst du dich auch anmelden. Der Workshop ist insbesondere dann etwas für dich, wenn du mit deinem Buch, deinem Blog, deinem Social-Media-Content oder auch mit deiner Webseite startest und das alles selber schreiben möchtest und einfach Input brauchst, um voranzukommen. Ich schaue außerdem in dem Zusammenhang über ein paar deiner Texte drüber und gebe dir dazu wertschätzende und konstruktive Empfehlungen, wenn du möchtest. Schau einfach vorbei, ich freue mich auf dich und bis bald.